irgendwas? Nee. Hä? Ich habe Ähnliches gehört, aber... Ah, was? Ist der hier hinter, oder was? Ah, man sieht das nicht. Das ist das Problem. Guck mal da vorbei, bitte. Nee, das ist nix hier. Unten, oder was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es kann sein, dass er da ist. Oh, ich habe so Schiss gerade. Ne? Das glaubt ihr gar nicht. So. Boah, was ist das hier? Das ist doch... Ah, da ist er doch. Oh, okay. Kommt der hier hin? Nee, okay. Oh. Das ist krass. Okay. So. So nah am Gegner dran, ey. Puh. Da ist noch einer irgendwo. Und wenn er sich jetzt rumdreht, dann... Und weg mit dir! Boah, geil, okay. Oh. Das ist schon ziemlich... Ah! Alle Zeichen. Hui, 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 genau. An den erwischen. Mit Analogstick, ja genau, das war ja das. Ne? Aber irgendwie funktioniert auf meinem Controller der rechte Analogstick nicht. Das ist ein Problem in dem Spiel. Ah, da ist ein Item. So, was haben wir hier? Ah, sehr schön, Ninja-Wiedergeburt, ja. Okay, haben wir das eingesammelt. Und wieder weiter pirschen. Da! Ah, soll ich das probieren? Nee, ich glaube. Nee. Ich warte ab einfach. Weil wenn die jetzt. Wenn ich jetzt dahin laufe, dann dreht die sich nämlich rum, seht ihr das? Und dann, ja, ist wieder scheiße. Ah, ich trau mich nicht, ey. Ah, scheiße. Dreht die sich da nur? Bleibt die da stehen die ganze Zeit? Nee. Jetzt. Oder? Oder? Das war vielleicht... Oh, das war vielleicht scheiße, wollte ich gerade sagen. Boah, gut, ey. Oh, Alter. Das ist ein Medipack, sehr schön. Das nehme ich direkt, wenn ich hier voll bin. So. Zack, okay. So, in die Richtung. Oben oder unten? Oben, okay, oben. Muss auf jeden Fall wieder eine Wand. Okay. Ah ja, ich muss hoch. Okay, alles klar. Dann gehen wir hoch hier. Oh. Wo denn? Oh. Was? Was? Dahinter. Okay, ich verstehe. Aber wie komme ich da hin? Moment mal. Muss ich das nochmal überlegen? Die hier habe ich ja alle gekillt, ne? Hier komme ich nicht hin. Da muss ich wahrscheinlich doch da unten weiter. Okay. Kleine Verwirrung hier. So. Ja, muss ich wahrscheinlich hier weiter. Oder? Ja, da ist eine kleine... Seht ihr das da? Da ist doch... Oder? Nee, das ist nichts. Schade, ich dachte, das wäre was hier, aber das sah nur so aus. Okay, nö. Dann weiter hier. Weiter im Text. Aber hier war ich auch schon drin. Dann muss ich jetzt echt mal... Ah, okay. Never mind. So. Dann bin ich jetzt... Nee, stopp, das ist die falsche... Das ist falsch hier. Nee, ich muss wieder zurück. Da kam ich ja her. Das war ja der Anfang. So. Dann muss ich das nochmal echt mal überlegen hier. Hä? Ah ja, richtig. Ja. So, dann... Hier irgendwo? Ja, hier rein. Okay, so. Und dann... Ich fühle mich gerade wie bei diesem Labyrinth-Spiel hier. So, egal. So, dann geht's ja irgendwo hier weiter. Hier raus. Uff! Oh, okay. Da ist doch einer, Mensch. Hätte ich jetzt hinlaufen können, ich weiß. Vollidiot. Naja, egal. Aber jetzt. Und zack! Sehr schön. Weg mit dir.
So. Okay, und dann geht's ja hier in ein großes Areal rein. Genau, da ist ja eine Treppe. So. Oh mein Gott. Wo ist der? 83, Alter. Oh, 86. Der ist hier hinter, okay. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ah, ich verstehe. Irgendwie gibt das alles doch einen Sinn. So. Nein! Uff. Da ist einer hinter. Da ist einer hinter. Da! Seht ihr den da? Ah. Ich schmeiß... Geh schnell weg. Boah, okay. Dann isst er den jetzt, ne? Genau, den kannst du ruhig essen, ist egal. Dann dreh dich bitte rum und hab deine Krämpfe weiter. Ja, so, und jetzt kann ich hin und zack! Sehr geil. Ah, oh, okay. So, der Giftreis ist jetzt zwar auf ewig verschwunden, aber... 70. Alter Schwede. Ist wahrscheinlich hier hinter irgendwo, ne? So, dann machen wir das auf. Da! Okay. So, er hat sich gerade rumgedreht. Und yes! Nee, du siehst mich nicht. Nein, ist noch einer! Was? Hä? Hilfe! Schnell weg! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Alter Schwede. Oh, danke. Oh, der rennt da rum, ja. Ah, oh, das war ja... Das ist ja eine fiese Stelle. Wer sieht mich denn? I see you. Oh mein Gott, mach das zu. Um Gottes Willen. Bis der sich beruhigt. Ah, toll. Jetzt ist es wieder dumm, weißt du? Da hinten ist der. Bleibt der da stehen oder geht er in der Route? Nein. So. Ah, er geht eine Krüppelroute. Okay, ich verstehe. Was macht der? Oh, shit. Giftreis schmeißen. So, schmeiß den Giftreis. Ah ne, das bringt nichts. Den interessiert das nicht. Okay, dann muss ich ihn einfach so beobachten. Wie er das macht, so. Ah ne, den interessiert der Giftreis dann nicht. Okay, schade. Wenn er sich rumdreht, renn ich hin und kill ihn. Nein, 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 nein. Das war nur ein Hopser. Boah, ich bin so krass mutig, Alter. Oh! Ja! Gott sei Dank. Okay. Ja, so langsam kriege ich die Steuerung wieder raus. So. Nächstes Gebiet. Anschleichen. Da! Okay. Oh mein Gott, kommt der hier. Was? Was? Nein! Dreh ich bitte rum gleich. Du siehst aus wie Rikimaru. Aber egal. Da, weg mit dir. Nein, du siehst mich nicht, verdammt. Aber ist egal, das zählt nicht, glaube ich. Ha, was? Oh, woher soll ich denn wissen, dass da noch jemand ist? Scheiße. Mach das... Ja, nee, ist okay. Oh Gott, mach das lieber zu. So, okay. Scheiße, hier sind voll oft irgendwie zwei Gegner auf einem Fleck. Hä? Was macht die denn? Was macht die denn? Scheiße! Oh! Fuck. Das war blöd schon wieder. Egal. So, das reicht meistens. Nein, mach das zu. So. Boah, die Stelle hier ist ganz schön tricky. Muss ich sagen. Boah. Yeah, Jame. Ja, vergiss es lieber. Ninja? Die hat noch eine Leiche entdeckt. Alter Schwede. So, da macht die. Was macht die da? Bleib da drin. Coward. Nix Coward. Du bist ein Coward. Bleib da drin. Boah. Alter Schwede. Was macht die da? Egal, du bist jetzt tot. So. Ihren Hampeleien hier immer, ey. Mann, 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 Mann. So.
Ah, man kann hier auch so kriechen. Okay, ich verstehe. Das ist auch geil. Ah, ist egal. So. Ja, das ist dieses Gegner anvisieren. So. Den Tipp habe ich ja von einem anderen Kommentarschreiber bekommen. Nämlich von dem Jonas oder Jones, wie er heißt. Oder von Shockwave, da bin ich mir nicht, ehrlich gesagt nicht sicher. Oh! Ah, blöd, ey. Ja, das war nicht richtig versteckt. Ja, jetzt verliere ich langsam die Konzentration. Jetzt verliere ich langsam die Konzentration. Nee, du findest mich nicht. So, weg mit dir. Das war natürlich jetzt... Ich verliere langsam die Konzentration. Was macht der da schon wieder? Was machst du da für Hampeleien, Junge? So, da ist er doch. Und wann kann ich raus? Das ist jetzt ja auch so wieder. So. Und jetzt und... Ja! So. Penner, Alter. Penner. Ah, einmal Avira. Sekunde. So. Ja, genau. Okay. So, und jetzt wieder dahin zu dieser Scheißstelle. Ich verliere langsam die Konzentration. Das tut mir leid. Aber ich denke, das könnte klappen mit Großmeister hier. Moment mal. Nee, noch nicht. Dahinter war noch irgendwo einer. Oh, schaut mal das Wetter draußen. Es gewittert. Irgendwie muss ich doch da dahinter kommen. So. Und dann gucke ich nochmal hier in die Richtung. Weil da war doch irgendwo einer. Den muss ich kriegen. So, genau hier. Ah ne, das ist einfach nur... Das ist einfach nur die Treppe, oder was? Hä? Wie komme ich denn? Ah, Moment mal. Da oben irgendwas? Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Moment mal. Komme ich da hoch? Nee, sieht eher nicht so aus. Nee. Aber wie komme ich denn dann hier? Nee. Hier ist irgendwo ein Gegner, aber es ist jetzt egal. Ich will es hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen, ne? So, okay, dann gehen wir hier rein. So, dann hier rein, genau. Und dann hier einfach geradeaus. Wieder hier an der schönen Aussicht vorbei. Na, wo der Gegner ist, keine Ahnung. Dann gehen wir hier runter. So, wo bin ich jetzt? Ah, ich bin da, alles klar. Gut, dann einmal vorbereiten. Ein Item. Ah, noch eine Veninia Wiedergeburt, okay. Dann einmal vorbereiten. Hey, das war der Bereich, den wir im zweiten Teil im Intro gesehen haben. Naja, egal. So, dann geht's mal los. So, Boss. Yo, back off! Do not come any closer, or I'll cut Golda's throat. Ayame, we must do as he says. Ah, yes, of course. Thank you, Ayame. Please, take cover. This traitor must be punished. Yes, get him. Yeah. Insanity, treason, whatever. I choose not to live by your rules. Ja, okay. Musst du auch nicht unbedingt. Was macht der da jetzt? Was war das denn? Was soll das denn? Hey, 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 hey. Direkt die Bombe schmeißen. Ah, ne, der hat nicht getroffen. Egal. Und trink. So, und lauf! Oh, alter Schwede. Oh, so. Und, jawohl. Oh, hä? Was? Ne, so. Und, zack, 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 zack. Ah, fuck. Und, boah, nicht schlecht. Nicht schlecht, Junge. Bams. Dann gehe ich auf Nummer sicher. Rauchbombe. Und zack. Und zack. So, weg mit dir, mein Freund. Das war's. Oh, die richtige Statistik. Auch geil. Und? Hat es gereicht? Nein, ich glaube nicht. Ah! Shit. Shit, shit, shit.
Weil ich irgendwie 15 Mal entdeckt wurde. Warum wurde ich denn 15 Mal entdeckt? Hä? Ja, ich hätte den einen noch stealthen sollen. Ah, schade. Egal. So, dann schauen wir mal, was wir noch für Items hier bekommen. Ah ja, okay. Ja, wir kriegen wieder Giftreis und Blasrohr, das ist wichtig. Okay, gut. Ja. Dann. Ja, schade, es hat nicht gereicht für Großmeister. Aber Ninja Meister immerhin, oder was dieser Rang auch ist. Ninja Experte. Ja, keine Ahnung. Aber naja, gut. Oh, Cutscene. The Jewel of the Earth. The Jewel of Heaven will be in my hand shortly. And I will take your Jewel of Virtue. Hamada, have you gone mad? I am not Hamada. I am Tenrai! The mysterious voice that came out of the dead body of Hamada called himself Tenrai. Goda is shocked that Tenrai knew of the three secret jewels. Long ago, the jewels of heaven, earth, and virtue had given the Goda family the power to control the realm. Two of them were stolen by thieves in the past. The one left hidden in Goda's possession is the Jewel of Virtue. With the Jewel of Earth in Tenrai's possession, Goda must find the Jewel of Heaven before Tenrai gets his hands on it. But before that, Goda must prepare for other attacks by Tenrai. By seeing him control Hamada's dead body, it was evident that Tenrai was a master of spiritual powers. Lord Goda knew that he would need to have weapons of equal spiritual strength to fight back if Tenrai ever attacked again. Goda's family diary spoke of Yoto swords that were so spiritually powerful that his ancestors had to seal the swords in a shrine in the cemetery to keep the swords from taking the lives of their owners. To get to the shrine, now an old house, one had to break 5 sealing stones within the cemetery. You must go to the shrine in the cemetery to retrieve the Yoto swords. But be careful. The spirits blocking your path cannot be hurt by normal swords. Uiuiui, was für ein Storybrocken. Ja, also worum es dann ging quasi, also Tenrai ist erschienen, der Hauptbösewicht, und er hat irgendwie 3 oder 4 Steine in seiner Macht, und wenn er den 5. jetzt auch noch kriegt, dann ist die Kacke am Dampfen sozusagen. Dann wird er nämlich sehr mächtig. Und wir sollen jetzt halt den Stein irgendwie aus dem Friedhof befreien und sollen jetzt halt in dieses Friedhof-Level gehen und die Zombies da killen, oder was das war, ne? Ich erinnere mich gerade mit Rikimaru, ja, das war so. Aber bei Rikimaru hatten wir eine Auswahlmöglichkeit, die haben wir hier nicht. Oder vielleicht haben wir die im nächsten Level, ich weiß nicht, egal. Auf jeden Fall, ja, das wär's für heute, beziehungsweise für dieses Level von Tenchu Wrath of Heaven. Ich mache das immer so, ich nehme die Folgen entweder sonntags oder montags auf und lade die dann schäppchenweise hoch. Von Montag bis Freitag um 18 Uhr probiere ich auf jeden Fall. Nur halt jetzt heute wird es ein bisschen später, weil Aufnahmetag und so. Und ja, genau, dann würde ich mich über Kommentare freuen und auch über Likes oder Abos. Und ja, wenn es gefallen hat, und würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.